Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von TeamTrader. Es ist diesmal kein Livestream, sondern ein Video und es geht darum, ob die zweite Welle kommt. Ich habe mich jetzt extra dafür entschieden, dass wir kein Livestream machen, weil dieses Video jetzt einfach schnell gemacht werden soll. Ich will ganz kurz auf den Punkt kommen thematisch. Den Livestream wird es dann ab morgen geben, ab dem 17.06. am Donnerstag, dann sind wir wieder live. So, kommt die zweite Welle. Wenn wir uns hier den Chart im DAX ansehen, dann sehen wir natürlich hier ganz klar den Corona-Crash. Wir haben dann wieder fast das All-Time-High zurückgeholt. Wir sind momentan bei knapp 2400 Punkten. Und letztendlich geht es in diesem Video vor allem um das Thema Elliott-Wellen. Also haben wir oder sagt die Elliott-Wellen-Theorie eine zweite Welle voraus? Und wenn wir uns das hier anschauen, dann gebe ich euch einmal die Antwort, ja, es wird nochmal nach unten gehen. Und zwar werde ich euch jetzt auch ganz konkret sagen, wann und bis wohin. Und B natürlich, die Antwort B natürlich, nein, es wird keine zweite Welle in Form eines kompletten Crashes geben, der vielleicht nochmal bis hier unten zu diesem Jahrestief ansetzt. Also das werden wir definitiv nicht haben. Warum? Ganz einfach, das wahrscheinlichste Szenario momentan ist, wir hatten hier die 1, ja, dann hatten wir hier die 2 und wir hatten dann, das war dann sozusagen eine kleine A, B, C. Was mache ich denn da, die 2? Wir hatten hier die 1, die 2, hier die 3, so. Hier die 3, genau, dann hatten wir die A, B, C, hier die 4 und hatten jetzt hier eine sehr schöne impulsive Welle 5. Das war ja hier wirklich dieser schöne, diese schöne Impulsbewegung, mehrere Tage, richtig schöne grüne Tage, wo auch viele gesagt haben, Mensch, der Wirtschaft geht es wieder gut und so weiter und so fort, wo wir auch ganz klar 1, 2, 3, 4, 5 hatten und jetzt sind wir momentan in einer größeren Korrektur letztendlich. Wir hatten hier schöne rote Tage und jetzt ist natürlich der Sachverhalt so, wir werden, das wie gesagt, das wahrscheinlichste Szenario nicht nochmal komplett Kurse bei 8.000 oder auch bei 9.000 haben, das wäre das Unwahrscheinlichste. Aber was wir haben werden ist, dass wir hatten ja hier die 5 eingezeichnet, dass wir hier eine A, hier eine B und jetzt eine C haben. Das Ganze ist auch eingezeichnet, das Ganze sieht so aus, nicht erschrecken, das ist, ja, Elliott-Wellen-Theorie sieht manchmal sehr kompliziert aus, ist es aber gar nicht so. Und was wir letztendlich hier haben ist, wie gesagt, die 1, 2, 3, 4, 5 und jetzt die A, B, C. Und in dieser Korrektur, und das ist jetzt das Entscheidende, haben wir auch ein sehr schönes Zigzag oder Zickzack auf Deutsch, was letztendlich immer fünffällig in der A ist, dann kommt eine B und dann wieder eine fünffällige C. Und wenn wir uns das genau anschauen, dann sehen wir hier, das kann ich hier mal schön einzeichnen, sehen wir hier schön die impulsive Welle 1, 2, 3, 4, 5. Ja? Also wir haben hier die 1, dann haben wir die 2. Die 2 korrigiert die 1 meistens über 50%. Das ist ja hier auch wirklich sehr schön gelungen. Ja, das sind etwas mehr als 50%, das passt. Dann haben wir eine lange impulsive Welle 3. Die habe ich jetzt noch gar nicht nachgemessen. Aber man sieht, die ist deutlich länger als die 1. Sehr impulsiv, auch hier mit einem Gap. Das passt soweit. Und die ist über 161,8%. Knapp die 261 erreicht, aber ein Zwischending dadurch. Also die 3 ist sehr schön impulsiv, ein Gap ist auch sehr oft bei einer 3 dabei und dann haben wir die Welle 4. Und wenn wir die Welle 4 uns anschauen, Welle 4 ja meistens um die 38% und dann wenn wir uns die anschauen und die messen, sehen wir, die 38,2% sind sehr schön angelaufen. So, und dann haben wir die Welle 5, das passt auch. Und dann haben wir jetzt hier die erste Korrekturbewegung bekommen, also die B-Welle sozusagen. Also A, B und deswegen wird es sehr wahrscheinlich hier diese C-Welle geben. Und auch die C-Welle, und wenn ich das mal hier einzeichne, auch die C-Welle ist natürlich in der 1, 2, 3, 4, 5. So, das heißt, da werden wir nochmal fallende Kurse bekommen. Das, wie gesagt, das ist das wahrscheinlichste Szenario. Elliott-Wellen-Theorie ist natürlich immer, du denkst in verschiedenen Szenarien. Ich werde natürlich jetzt nicht alle 6, 7 Möglichkeiten hier aufzählen, was noch wahrscheinlich ist, aber das ist das Wahrscheinlichste, dass wir diese C-Welle noch bekommen. Aber was es nicht
was es nicht geben darf oder was das ganze Bild etwas unsauber machen würde, ist, wenn, ich mache mal diese Einzeichnung weg, wenn der Markt nochmal unter die 11.247 Punkte fallen würde, weil dann hätten wir eine Überlappung der Wellen, denn wir haben ja hier, oder ich zeichne es mal, ich mache es mal etwas weniger, denn wir hatten, so, wir hatten ja hier ein 1, 2, 3, 4, 5, ja, so 1, 2, 3, 4, 5 und somit hier eine große Welle 1, dann hatten wir hier eine 2, na, dann hatten wir hier die 3 und haben jetzt hier eine 4. Die 4, wie gesagt, ist noch nicht beendet, das ist dann, wie gesagt, dieses A, B, C, nur, da ist jetzt halt wichtig, die Welle 4 darf den Preisbereich der Welle 1 nicht unterschreiten, in der Regel. Also das darf eigentlich nicht passieren. Wie gesagt, ich habe ja gerade die Zahl genannt, darunter darf es nicht fallen. Es gibt da aber eine Ausnahme, die werde ich euch dann aber mal erläutern, wenn es soweit ist und wenn es doch dazu kommen sollte, dass der Markt hier drunter fällt. Und diese Ausnahme steht auch in diesem Lehrbuch, was ich euch immer mal wieder gezeigt habe. Und diese Ausnahme kommt sehr oft vor nach einem Crash. Also würde es in diesem Fall tatsächlich passen. Aber das machen wir dann, wenn es soweit ist. Ja, also einen Crash, um es zusammenzufassen, einen Crash hier unten auf 8.000, 8.800, 9.000 oder auch 10.000 ist nicht mehr, ist das Wahrscheinlichste, dass wir hier nochmal eine zweite Welle bekommen werden. Aber hier eine kleine, einen kleinen Dämpfer werden wir hier definitiv noch haben, denn die Welle C, die steht noch aus. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gebt diesem Video heute mal nicht Livestream, ja, es steht jetzt zwar Livestream, aber diesem Video einen Daumen nach oben und wir sehen uns morgen im Livestream. Macht's gut, bis dahin, bye bye.